Den hat es schon erledigt. Also eigentlich, er liegt am Boden und Zauberung ist aktiv. Und jetzt könnt ihr eigentlich die Angriffskette reinhauen. Machen wir auch. Zack. Und zack. Und lassen wir ihn. Wie viel macht die Damage? Nein, nicht zu viel. 5000 Kettenschaden ist nicht das Optimum, aber. Wir müssen ja auch noch nicht so ewig viel Damage machen. Wir sind ja noch am Anfang des Spiels und. Oh, da liegt über den Boden. Das sollte mir auch helfen. Das ist Rain. Naja, also. Und besiegt. 4 von 5. Und da sind noch 2. Aber die große. Diese große Armada praktisch, die da hinten eigentlich steht, die kommt eigentlich erst noch. Sind ja jetzt schon mehr. Da hinten seht ihr schon, da stehen 4 von den M64. So, Magic. Nein, das ist jetzt Rain umgeworfen, obwohl er White. Leute, aufhelfen, bitte. Danke, Schala. Genau, Schala ist noch gut. Scheiße, da kommt jetzt. Das ist was, das hasse ich. Weil jetzt ist der Rest da. Und dann spalten wir die Menge. Scheiße, Schala ist tot. Wir müssen eh wegrennen. Einen vernichten wir noch. Schala wieder. Okay, jetzt kriegen wir langsam Zukunftsvision. Das ist äußerst ungünstig. Wir nehmen jetzt noch so viele mit wie geht. Ah, das ist tot. Okay, und jetzt haben wir ab. Jetzt haben wir ab. Scheiße! Rain! Aufstehen, Rain! Aufstehen! Belebt mich wieder! Komm schon, Rain. Du kannst es. Du kannst es. Boah. Nein. Scheiße. Okay, gut, wir sind verreckt, weil wenn du die alle auf einmal herausforderst, das ist echt Suizid. Das ist, also jetzt sind die anderen natürlich wieder da, aber das ist jetzt egal. Wir kämpfen uns jetzt einmal davor. Das ist natürlich auch gutes Training. Ich meine, wenn wir immer 5 oder 6 abschlachten, bevor wir sterben, das ist nicht schlecht. Ist natürlich nicht besonders interessant für ein Let's Play oder so, aber ich meine, Sterben gehört auch dazu. Und ich habe beschlossen, dass ich alles außer Training aufnehmen werde. Wird wahrscheinlich so ein 200-300 Part Let's Play, weil ich bin jetzt gerade beim zweiten Spielstand. Oder bei meinem ersten Spielstand eigentlich, wenn ich ja weiter bin. Bin ich so jetzt schon am Ende des Spiels relativ und habe jetzt schon, ich glaube, 65 Spielstunden. Also macht euch auf viele, 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 viele Parts gefasst. Und da sind noch ein paar. Wie habe ich die am Anfang nicht gesehen? Oder stehen nur woanders? Oh mein Gott, rote Augen. 1-11. Scheiße. Was ist das? Alter. Okay, also den Seitsprung hasse ich. Fällt mir jetzt schon auf. Ich muss erstmal die Leiste voll machen, damit ich Verzauberung machen kann. Tralala. Zack, umgeworfen. Nochmal Verzauberung reinhauen, um sie aktuell zu halten. Ach ja. Auch vernichtet. Und gebe ich auch nochmal Verzauberung. Hier ist schon extra Damage. Ecke. Ja, verdammt. Wir haben es auch gehört.
Das war jetzt auch nicht so schwer. Moment, wir können jetzt gerade mal gucken. Wir haben bestimmt tonnenweise Technikpunkte bekommen. Ja, 1200. Da können wir das Schild fast auf Stufe 4 verbessern. Aber, oder einfach mal den Schmetter. Na, wobei die Verzauberungen, die brauchen wir jetzt gerade öfter. Dann wirkt die jetzt schon 70 Sekunden und wir machen 150 Zusatzdamage. Das ist doch schön. Die Schwertramme können wir gerade mal nicht aufbessern. Aber hier jetzt zum Beispiel den Hammerschlag noch. Und bei Schala können wir die Heilsalve hochpushen. Geht das noch mehr? Nein, geht es nicht. Dann aber Narkose wirkt 15 Sekunden, 16,6 Sekunden, das lohnt nicht. Machen wir mal Schildschuss, weil das ist auch wichtig, immer so Schild zu haben und so. Weil 650 Damage, die wir dann weniger haben oder weniger bekommen, das ist nicht wenig. Ich meine, so, du da, du musst jetzt dran glauben. Verzauberung. Okay. Und nächster schwanken und wirf ihn um, Ryan. Los, wirf ihn um. Wirf ihn um. Ja, brav. Wieder Verzauberung aufrechterhalten. Es ist natürlich euch überlassen, ob ihr die ganze Zeit auf Verzauberung geht und dann auf den Extraschaden hofft. Oder ob ihr euch sagt, okay gut, ich mach das jetzt so, weil ich kann. Ich mach die ganze Zeit den großen Schlag, weil mehr Damage und so. Aber ich finde, die Verzauberung ist gut für den Anfang, wenn die anderen Waffen noch nicht durch mich durchdringen. Weil ihr habt einfach besser die Kontrolle darüber, dass die, weil hier die Verzauberung lädt die Spezialleiste jetzt nicht so stark oder nur zur Hälfte. Dann ist sie eben doppelt so schnell wieder verfügbar. Und wir können dann auch schneller auf so eine Vision reagieren, wo wir dann Schutzschild brauchen als Schulk. Und wenn wir jetzt einfach mal gerade das Schwert aktivieren und dann voll 5k Damage machen und der Gegner lebt noch und dann kommt halt eine Spezialattacke Stufe 3 und wir recken dabei, dann ist das halt scheiße. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass in Ketten und so weiter lohnt sich der Schlag oder gegen wenige Gegner oder gegen einen Gegner, aber so gegen mehrere Gegner nicht wirklich so. Jetzt locken wir die weg. Scheiße. Scheiße. Die sehen uns alle. Wieso sehen die uns alle? The fuck, vor allem die Hinteren. Die Hinteren sehen uns fast zuerst. So, jetzt rennen wir ein bisschen weg. So, die Mob-für-Mob-Taktik ist hier, glaube ich, am einfachsten. So, die ersten hauen ab, aber die vier sind leider noch da, aber das ist jetzt egal. Verzauberung, in euer Gesicht. Nicht uns. Ja, der erste ist umgeworfen. Verzauberung. Komm, lass mich durch. Wir können eigentlich hier so eine Angriffskette starten, damit mich der dann auch nicht tötet. Komm, 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 ich will die Angriffskette. Ah, ich kann die Angriffskette gar nicht. Scheiße. Komm, mach irgendwas, das die Spezialleiste füllt, Dragon. Hopp. Jetzt. Ja, verdammt. Und wir haben Monado. Das heißt, wir können jetzt voll drauf dreschen. Und ach, warum ist das so ein Minimob? Die Minimobs machen uns doch kein Damage. Und jetzt. Schala, die heilt uns jetzt, oder die heilt Rain. Halt die KP eines Gefährten stark. Rain, wir brauchen das jetzt. Und wir können die Kette verlängern. Ihr seht schon, wir müssen nur im richtigen Moment B drücken. Dann verlängern wir die Kette. Oh, Schala hat sogar noch mehr. Und jetzt ist Rain dran. Cool, wir kriegen ihn von der Kette gelassen. Und jetzt Schala nochmal mit nochmal heilen. Cool, sie hat eine neue Technik. Halt die KP alle mit Gruppenmitgliedern Reichweite. Das finde ich jetzt richtig gut. Dass ihr das in der Kette erlernt habt, das gefällt mir. Macht zwar noch nicht zu viel Damage, aber das ist doch scheißegal.
Gut, jetzt haben wir wieder diese Lose-Lose-Situation. Schon, er wird getroffen. Rain wird getroffen. Rain Garmin. Rain. Ich weiß jetzt, wo ich umgeworfen worden. Helft mir, danke schön. Und jetzt. Verzauberung. It's a kind of magic. Verdammt! Wir müssten jetzt eigentlich, würde ich jetzt sagen, wir rennen weg, aber irgendwie ist es auch noch so, dass wir den jetzt eigentlich direkt wegpowen könnten. Den Mob. Los, alle auf den Mob, dann schaffen wir es noch. Ja! Verdammt! Scheiße, sie ist tot. So, du glaubst jetzt dran, mein Freund. Aber hallo. Einmal Rain. Aufmuntern. Yeah, wir schaffen es. Und er ist tot. Wir haben es geschafft. Und yeah. Das waren diese vier Fehlers. Also ihr seht, die Mob-für-Mob-Taktik oder die Mob-Trenn-Taktik, sodass ihr dann nur noch gegen vier anstelle von 8 oder 10 kämpfen müsst, das ist schon relativ hilfreich und wir sind auch schon Level abgegangen, also insofern nicht ganz unnütz. Also wir können gerade gucken, ob wir die Technik schon hochbringen können, weil das ist so, die Heilung ist so eigentlich so mit das Beste, was Schala hat. 450, da können wir eine Monado-Technik aufbessern? Kann man nicht. Dann machen wir das Schattenauge. Nicht genug Technikpunkte, klar. So. 419, das reicht doch bestimmt da. Heilschwert. Nein! Ah ja, hab ich. 490 gelesen. Ach, komm schon, jetzt ist wieder mehr, aber von den Schwächeren, das heißt, die haben ja nicht so viel zu befürchten. Monado. Magic und so, und ach Gott, ich liebe es. So, der ist schon vernichtet, jetzt machen wir erstmal den anderen Großen. Alle auf den da. Nochmal Magic. Ach ja. Irgendwie macht das Kämpfen auch Spaß, wenn man so was am Anfang ist und sich so richtig konzentrieren muss und sonst was und whatever. Aber in der Story gibt es immer Mobs, auf die man, also immer die aktuellsten Mobs sind immer die, auf die man sich konzentrieren muss. Das heißt, auch wenn du jetzt Level 80, whatever bist, es wird immer Mobs geben, die auf deiner Ebene sind oder wahrscheinlich sogar noch stärker sind und bei denen es dann wieder so eine Art richtig cooles Gefühl ist, gegen die zu kämpfen, weil man sich immer wieder auf neue anstrengen muss und ach, das liebe ich auch in Xenoblade, weil es gibt Gegner für alle Stufen. Franken! Heilung! Und tot! Ja, diesen. Durch. Oder sind wir durch? Fast. So, jetzt sind wir Level 18, das reicht auch eigentlich.